den Abfluss eines Fließgewässers abzuschätzen, braucht man die Breite, die mittlere Tiefe, die Fließgeschwindigkeit und den Materialtyp. Diese Größen misst man alle am selben Querschnitt. Fangen wir an mit der Fließgeschwindigkeit. Um diese besser abschätzen zu können, kann man die Stöckchenmethode verwenden. Dafür musst du zuerst eine Strecke am Bachufer abmessen, zum Beispiel 3 Meter. Bei größeren oder kleineren Bächen kann es auch mehr oder weniger sein. Danach brauchst du ein schwimmendes Objekt, wie zum Beispiel einen Ast oder ein Blatt, jedoch bitte keinen Abfall. Der Stock darf nicht zu groß sein, er könnte sonst an einem Stein hängen bleiben. Du brauchst nun eine Stoppuhr. Etwas oberhalb von deiner gemessenen Strecke wirfst du deinen Ast in den Bach. Stoppe die Zeit, die der Ast braucht, um vom Anfang bis zum Ende deiner Strecke zu kommen. Die Geschwindigkeit wird dann automatisch in der App berechnet. Um die Breite abzuschätzen, suche dir eine Stelle innerhalb der Strecke, die du für die Fließgeschwindigkeit abgemessen hast. Beachte dabei, dass du die Breite des fließenden Wassers und nicht des Bachbettes abschätzt. Die mittlere Bachtiefe schätzt du an derselben Stelle. Hierbei ist es wichtig, dass du nicht die tiefste Stelle nimmst, sondern ein Mittel über verschiedene Punkte im Querschnitt. Nun musst du den Materialtyp bestimmen. Auch wenn in einem Bach mehrere Materialtypen vorkommen, sollst du nur den oder die zwei am häufigsten vorkommenden Materialtypen auswählen. Zur Auswahl stehen die folgenden 5 Typen: Sand, Kies, das sind Steine, die kleiner als ein Hühnerei sind, Geröll, das ist zwischen einem Hühnerei und 20 cm Durchmesser. Felsblöcke haben mehr als 20 cm Durchmesser und Felsuntergrund bedeutet, dass das Wasser direkt über den massiven Fels oder Beton fließt. Vielen Dank für deine Hilfe!